Ja, wir sind immer noch beim Gerd Seider und hier steht in I447 drinne, Narell Neu. Ich habe vorhin mal aufs Tacho geguckt, 400 Kilometer. Aber warum steht der hier? Erstens, weil er dem Chef gehört. Und zweitens, weil hier was ganz Tolles eingebaut werden soll. Sieht erstmal aus wie ein Regal. Aber dieses Regal ist mit Funktionen behaftet. Und das werden wir jetzt im weiteren Einbau noch ein bisschen filmen und dann fertig, wenn es fertig final ist, dann funktionsmäßig zeigen, was in so ein I447 von Corrado reingeht. Toll. So. Jürgen Weißwerk bei der Arbeit. Jawohl. Was baust du hier Schönes? Auch ich habe dem Herrn Seiter hier was gebaut, was er sich so vorgestellt hat, damit er überall gut rankommt. Ein Regalsystem für die Heckgarage, wo er dann einfach alle Ebenen ausziehen kann. Ich Und hatte es schon so. so gesagt, das ist ein Regal mit Funktion, sprich die Genau, Ausziehfunktion. ja, so kann man es nennen. Genau. Hast du alle im Prinzip schon vorbereitet mitgebracht? Ja, ich habe die Maße bekommen, weil unten eine Kühlbox drauf soll. Und da sind halt dann einfach die Maße gegeben, was die Höhe und die Breite angeht. Und nachdem habe ich es gerichtet. Deswegen muss ich jetzt schauen, dass ich es ein bisschen so eingebaut kriege, dass es nicht so richtig viel Platz wegnimmt, weil es halt doch etwas breit ist und die Heckgarage halt einfach eine bestimmte Größe hergibt. Und das bin ich jetzt dran am Einbauen. Ich darf dich doch immer mal ein bisschen begleiten da dabei. Wenn du magst, gern, ja. Gerne. Ja. Okay. Noch vor dem ba kompletten Einbau. Ja, bis jetzt steht es noch etwas lose. Richtig. Aber das wird. So, erste Fixierung ist erfolgt. Oben und unten so vorbereitet, dass es festgemacht werden kann. Weil durch das Gewicht muss es festgemacht werden, was da drauf ist, gell, Jürgen? Ja, bei den drei Ebenen, das Ding ist echt schwer. Die Schienen selber, die haben auch schon ein bisschen Gewicht. Und ich sage mal, jedes Paar liegt so um die 12 Kilo mit der Siebdruckplatte. Also es sind schon 35 Kilo alleine die Konstruktion. Und wenn dann nachher noch Last auch noch drauf ist, dann wird es halt nach unten so schwer, dass es sich am Boden eventuell, ich sage mal, dass der Boden eventuell nachgeben könnte. Und dann kann ich es oben nicht einfach nur klemmen, sondern dann möchte ich es gern eher, dass es stabil steht und dass nichts passiert. So, fertig, Einbau, oder? Gibt es noch mehr? Was man muss noch machen? Fast fertig, ja. Fast fertig. Ein bisschen Werbung mache ich nachher noch drauf. Okay. Nein, sonst ist es fertig. Also Okay. jede Ebene so wie hier zum Das ist die Funktion, Ausziehen. was ich vorhin gesagt hatte, gell? Ja, die Funktion. Da guck doch mal, wie weit man das hier ausziehen kann. Hammer. Hammer. Ja, das muss drauf. Ja, und der spezielle Kunde, der wollte halt jede Ebene einzeln zum Ausziehen. Ach, das gibt's auch, das kann man auch so machen, dass man alle drei Ebenen ausziehen kann. Ja, ich kann es auch so bauen, dass wir quasi einen Auszug unten am Boden haben und dann quasi ein Regalsystem als feste Konstruktion da drauf. Ach Kommt so, immer drauf ja, an. jetzt verstehe Also ich's. ich sage halt mal, das funktioniert genauso. Man muss halt immer jedes Mal das komplette Gewicht mit ausziehen. Ja, ich So habe ich verstehe's. halt einfach immer nur das So Gewicht von wie das einem. damals in dem Morello war, wo du Ding mit Fahrrad und das ganze Ding Ja, rausgezogen hattest. genau. Ja, aber da finde ich die Variante besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das müsste halt immer, das ist auch so eine kalkulative Sache. Ja. Weil die Schwerlastauszüge, das sind das meiste an Kohle, was da an dem System dann drauf geht. Und da kommt es dann halt drauf an, dieses wie viele Ebenen habe ich und was macht Sinn, wenn einer sagt, okay, ich möchte das so haben, dass es für mich
sinnvoll und zweckmäßig ist, so wie ich es gerne möchte. Mir ist es egal, was unterm Strich quasi, ob das jetzt teurer ist wie eine Ebene mit einem kompletten Regal drauf, aber das kann man einfach kalkulieren. Hm, verstehe. Naja. Bist du zufrieden? Ich? Für immer. Gerd, bist du zufrieden? Sieht gut aus, einwandfrei. Darfst du auch mal probieren? Ja, wenn es fest ist. Hä? Wie, wenn es fest ist? Von was redet der? Ah, der ist schon fertig. Ja, gut. Ist beim eingeschobenen Zustand arretiert. Das ist was für Faule. Weißt du, was jetzt fehlt? Weißt du, was jetzt fehlt? Genau. Ist das doch nicht dabei, wenn man so ein Regal kauft? Für den Kunden ist da drei Bier herkommen. Ja, weil es doch so alles gefragt wird. Ne? Genau. Das kam mir jetzt sofort, das ist ein spontaner Gedanke. Nein, ganz toll. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Nun räum mal ein, so wie du dir das vorstellst, Gerd, und dann zeige ich mir es nochmal. Zum Neischen, da muss ich jetzt nur kurz drücken, dass es arretiert ist oder nicht mehr arretiert ist. So, erste Funktionsprobe hat funktioniert. Kisten passen rein. Lass dich nicht vermessen, Jürgen. Dankeschön. Ja, muss man sagen. Aber wir reden ja von dieser Firma. Weißwerk, der Jürgen Weiß, hier ja, ist er nochmal. Hier habe ich die Maße geliefert bekommen, also von dem her. Sollte es passen, gell? Uns passt. Ja. Zieh mal raus, zieh nochmal beide raus, da genau die Funktionen, die gewünscht waren, sind erfüllt. Die Kühlbox kann jetzt bequem aufgemacht werden. Die entsprechenden Kaltgetränke entnommen werden. Manchmal ist es auch was zu essen. Eine Box passt vorne noch drauf, wo bestimmte Utensilien drin sind. Und wenn man das nicht braucht, schiebt man es rein und hat dann Platz, in diesem Fall für 6 solche Stapelboxen, die jetzt richtig gut zugehbar sind und damit ihre Funktion erfüllen. Und oben gibt es ja auch noch schmale, 7 cm breite Boxen. Die passen da auch noch drauf und da kann man solche Utensilien, zum Beispiel wie Schlauch, Elektroleitung und dergleichen mehr, die ganzen Adapteranschlüsse, Gewindeanschlüsse dort reinlegen und hat die gut verstaut und die fallen nicht irgendwo rum, wo man sie meistens nicht mehr findet. Ja, also gelungenes System. Olli und Manu, das wäre doch was für euch. Hier nochmal eine notwendige Anmerkung zu dieser sehr individuellen Lösung. Das Wohnmobil ist in diesem Fall mit einer Anhängekupplung ausgerüstet. Man hat es leider hier nicht gesehen. Und auf dieser Anhängekupplung sollen mit einem Fahrradträger die Fahrräder transportiert werden. Ich weiß, jeder möchte, dass die Fahrräder im Wohnmobil integriert werden, aber hier wurde auf ganz andere Sachen Wert gelegt. Wie gesagt, sehr individuell und das kann man so anpassen, dass es eben für sich funktioniert. Wir haben mit dem Jürgen Weiß auch zusammengearbeitet und er schafft wirklich sehr individuelle Lösungen, gerade zu solchen Problemen. Wir empfehlen ihn.